Und die Egerländer Musikanten das Original und bei der kleinen Egerländer Besetzung. Heute möchte ich euch mal meine F-Tuba, die Melton MW4260 vorstellen und euch erzählen, warum ich genau diese Tuba spiele. Einen sehr kernigen und klaren Sound. Man spricht auch davon, dass die Tuba sehr gut zeichnen muss. Und das ist für uns Tubisten bei den Egerländern sehr wichtig, weil wir ganz viele sehr kurze Töne spielen. Bei Ernst Hutter im Orchester spielt die F-Tuba den ersten Bass und somit die höheren Töne. Und die tiefe Lage im zweiten Bass bedient die B-Tuba. Bei der kleinen Egerländer Besetzung spiele ich allein an der Tuba und habe mich für die 4260 von Melton entschieden, weil sie eine kleine, schlanke F-Tuba ist, die sehr gut losgeht, also anspricht, allerdings eine Maschine mit einer großen Bohrung hat. Und speziell an ihr finde ich so toll, dass Ventil 4 bis 6 noch eine größere Bohrung als 1 bis 3 hat. Das kommt mir sehr entgegen in der Tiefe, weil jeder, der schon mal ein F-Tuba gespielt hat, weiß, dass da die tiefere, mitteltiefe Lage eher schwer ist, gut zu klingen, einen voller, runden Sound rauszukriegen. Und ich finde, das klappt mit der super, weil bei der kleinen Egerländer Besetzung muss ich bei dem Bass-Soli auch mal ganz runter, wo normalerweise die B-Tuba hingeht. Jetzt ist es nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Melton endlich mal an der Zeit, Danke zu sagen. Deshalb Dankeschön, Melton, für diese wunderbare F-Tuba bzw. für die wunderbaren Tuben, die ich von euch habe und spiele. Ich stehe voll auf den Melton-Sound und kann mir mit Tuba nichts Besseres vorstellen für das, was ich an Musik mache. Und deshalb Dankeschön für die super Geräte. Und ich möchte auch noch sagen, dass ich bei Melton einfach menschlich wie auch technisch wahnsinnig gut aufgehoben fühle. Das ist mir nämlich besonders wichtig. Ich will nicht nur ein gutes Gerät, sondern auch ein Gerät, wo ich weiß, was da noch alles dahinter steht. Und genau, deshalb kann ich nur sagen, ich gehöre zur Melton Family und bin auch echt stolz drauf. Genau, ja cool. Und euch da draußen kann ich nur nahelegen, geht mal nach Geretsried zu Melton in den Tuba Showroom. Da stehen alle Tuben von Melton und B&S rum. Es ist wirklich ein kleines Tuba-Paradies für Tubisten. Und geht dahin, macht einen Termin aus, die Leute freuen sich und beraten euch super. Ihr werdet schon sehen. Geht da mal hin. Danke Melton für die geilen Tuben.